Hallo, liebe Freunde unserer Wildtiere. Herzlich willkommen zum Video. Jagen ist heute das Thema. Wir gehen damit Anfragen auch hier in Kommentaren ein, die uns gebeten haben, einfach mehr zum Thema Prädation auch zu sagen. Wir fangen vielleicht mal von der Managementseite her an und werden uns in einem anderen Video auch mal mit dem Thema der Biologie-Ökologie mit den kleinen Raubsäugern beschäftigen und mit der Frage der Prädation beschäftigen. Heute die Frage Füchse jagen. Das heißt also, können, müssen, sollen oder dürfen wir Füchse bejagen? Okay, müssen wir erstmal gar nichts. Ich glaube, das ist klar. Aber die Frage ist schon natürlich, wie halten wir es mit der Fuchsbejagung? Und da gibt es immer verschiedene Aussagen und da würde ich gerne mal auf drei von diesen Aussagen kurz eingehen und mal hinterfragen, wo sind die sinnvoll und wo sind sie weniger sinnvoll. Die eine Aussage ist immer gerne die, Füchse regulieren sich selbst, wir brauchen sie nicht bejagen. Ja, dazu, klar, Füchse regulieren sich selbst. Füchse würden, wenn wir sie jetzt völlig unbejagt lassen, vermutlich in der Landschaft sich gar nicht so viel anders darstellen, als sie es jetzt auch tun. Im Moment sehen wir noch so ein bisschen eine Ausdehnung der Fuchspopulation in Mitteleuropa. Wir sehen vor allen Dingen die Ausdehnung in die Siedlungsräume. Füchse sind ja kaum irgendwo in einer so hohen Dichte vorhanden wie in den großen Städten beispielsweise. Klar, diese Selbstregulation funktioniert irgendwie und zwar nicht mal durch Prädation. Sie würde funktionieren wahrscheinlich durch dichteabhängige Faktoren, sie würde funktionieren durch Krankheiten und dichteabhängig ist natürlich auch Stress. Krankheiten sind zum Beispiel Räude, die man auch heutzutage ja immer wieder mal sieht. Ein wichtiger Punkt ist dabei allerdings auch der, dass wenn sich Füchse jetzt auf einem bestimmten Level einregulieren, das natürlich Folgen hat, wenn dieses Level, dieses Niveau höher ist, als es in der natürlichen Landschaft normalerweise der Fall wäre. Und das ist genau der Knackpunkt, an dem wir uns heute befinden. Füchse sind in ihrer Dichte heute viel höher, sind also viel häufiger, sind viel mehr vorhanden pro Flächeneinheit, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das hat damit zu tun, dass Füchse erstens große Profiteure der industrialisierten Agrarlandschaft sind. Das heißt also da, wo andere Arten wie der Feldhase oder das Rebhuhn verschwinden, verschwinden Füchse nicht so einfach, weil die Mäuse als Hauptbeute in diesen Landschaften durchaus noch vorhanden sind. Der zweite Punkt ist, dass wir eine der Haupterkrankungen des Fuchses, zumindest seit dem Verschwinden der großen Prädatoren in Mitteleuropa, nämlich die Tollwut, bewusst bekämpft und auch in Deutschland bislang ausgerottet haben. Und dass auch dieses Regulativ, nämlich die Tollwut, für den Fuchs nicht mehr wirksam ist. Das heißt also, Füchse pendeln sich auf einem relativ hohen Niveau ein, höher als es eigentlich in einem sogenannten natürlichen Ökosystem der Fall wäre. Und das bedeutet natürlich auch, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, zur nächsten Aussage, die immer sagt, Füchse müssen aus Artenschutzgründen bejagt werden. Denn das Argument ist, dass Füchse bejagt werden müssen, dass bestimmte Arten, die heute schon selten sind, aber ins Beutespektrum des Fuchses gehören, denken wir beispielsweise an Rebhuhn, an Feldhase, denken wir im Wald an Birkhuhn und Auerhuhn, denken wir in Agrarlandschaften an die ganz seltene Großtrappe und denken wir an viele andere Bodenbeutearten, dann sehen wir natürlich, dass der Fuchs als Nahrungsgeneralist zunächst mal Mäuse frisst, das ist klar. Aber Mäuse durchlaufen sogenannte Zyklen, also Populationszyklen, sogenannte Massenwechsel hat man früher dazu gesagt. Das heißt, es gibt mal Mäusejahre, wo extrem viele Mäuse da sind. Und es gibt mal dann irgendwann Jahre, wo die Mäusepopulation komplett zusammenbricht. Ähnlich wie das auch mit den Lemmingen in Skandinavien, in borealen Gebieten der Fall ist. So ähnlich ist es bei uns auch. Jeder Kleingärtner wird das wissen, dass es mal in manchen Jahren fast gar keine Mäuse gibt. Manchmal ganz viele. Wenn jetzt diese Mäusepopulation auch wieder meistens aus Dichtegründen zusammenbricht, bedeutet das für den Fuchs natürlich, dass er seine Hauptnahrungsquelle verloren hat und dass er als Prädator, und zwar als Generalist unter den Prädatoren, sehr leicht auf andere Beutetiere ausweichen kann. Und wenn wir jetzt eine hohe Fuchsabundanz, eine hohe Fuchsdichte haben, die Mäuse sind plötzlich in einem Jahr verschwunden, dann wird diese hohe Fuchsdichte natürlich einen enormen Einfluss auf die Beutepopulation zum Beispiel von Großtrappen, von Birkhühnern oder von Feldhasen ausüben. Und da kann es eben sein, wenn so eine Beutepopulation schon geschwächt ist oder nur noch aus wenigen Individuen besteht, wie es bei der Großtrappe der Fall ist,
dass die dann auch komplett zum Aussterben gebracht wird durch Prädation. Das sind solche im Grunde von menschlichen Handlungen, von der Landwirtschaft letztendlich und den Gründen des Seltenwerdens bei den Beutetieren, die nicht beim Fuchs liegen, überlagerte Fälle, wo der Fuchs dann der Auslöser ist, dass die Tiere dann doch zum Aussterben kommt. Und in solchen Fällen kann man klar sagen, hier ist eine intensive, lokale und fokussierte Fuchsbejagung durchaus sinnvoll und kann auch durchaus wichtig sein. Also wir haben den Punkt 1, in der Fläche muss man Füchse nicht unbedingt bejagen. Wir müssen gucken, wie wir mit den Folgen dieser hohen Dichte leben können. Gibt es zum Beispiel auch Krankheiten, die an Menschen übertragen werden können, wie der Fuchsbandwurm. Das sind Dinge, die man diskutieren muss. Aber aus Sicht zunächst mal des Fuchses und des Menschen müssen wir nicht bejagen. Wenn wir aber auf die Beutetiere, gerade auf die seltenen Arten unter den Beutetieren gucken, dann gibt es eben Fälle, wo das Bejagen des Fuchses, und zwar das intensive Bejagen, das muss man ganz klar dazu sagen, sinnvoll ist. Einfach nur mal einen Fuchs totschießen, weil man ihn sieht, hilft keinem Rebhuhn und hilft keiner Großtrappe und hilft auch keinem Auerhuhn oder Birkhuhn. Das ist der zweite Fall. Die dritte Aussage, die ich heute ganz gerne mal kurz kommentieren würde, ist diejenige, dass man sagt, Füchse sollten nachhaltig genutzt werden. Man sollte den Balg zum Beispiel zu Mützen und zu Kleidung verarbeiten und damit letztendlich ein sehr nachhaltiges Produkt erzeugen. Ja, auch das ist sicherlich richtig, diese Aussage. Man kann und darf Füchse durchaus nachhaltig nutzen. Die Art ist in ihrem Bestand alles andere als gefährdet. Man kann also sie entnehmen, Tiere, man kann damit die kompensatorische Sterblichkeit nutzen und man kann sie eben zu Fellprodukten verarbeiten. Dann haben wir ein bisschen ein Problem in unserer Gesellschaft mit den Bälgen, mit den Fellprodukten. Das geht zurück ein bisschen auf die 1960er Jahre, wo es eben massive Kampagnen gegen die Nutzung von natürlichen Pelzen gab, hatte so ein bisschen seine Ursprünge auch in der Nutzung von charismatischen Großkatzenarten, zum Beispiel aus Afrika und ähnliches, und ist mit einem ja sehr hohen PR-Aufwand seinerzeit auch gefahren worden, diese Kampagnen. Die Folgen davon waren so ein bisschen nach dem Motto, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Diese Kampagnen waren sicherlich gut gemeint. Sie haben allerdings dazu geführt, nicht unbedingt, dass es den Wildtieren besser geht, sie haben dazu geführt, dass man jahrelang Pelze in Farmen produziert hat, wo Tiere unter sehr tierunwürdigen Bedingungen gelebt haben. Und da muss man einfach zu sagen, das ist nicht nachhaltig. Da ist es viel nachhaltiger, dass man im Grunde Bälge, Felle aus der Natur, wo die Tiere ein artgerechtes Leben geführt haben, nutzen kann und nicht aus Farmhaltung. Und ob man Bälge sozusagen künstlich herstellt, imitiert mit erdölhaltigen Produkten, Kunststoffprodukten, kann man darüber streiten, wie sinnvoll oder wie wenig sinnvoll das Ganze ist. Ich halte da nicht so viel davon. Also ich denke schon, dass ein Balg, und wer jetzt gleich den Shitstorm plant, möge nur mal kurz bitte drüber nachdenken von euch, dass ein Balg durchaus ein nachhaltiges Produkt sein kann, das durchaus auch in unserer Gesellschaft wieder eine Rolle spielen kann, weil es eben sehr tierwohlgerecht auch praktisch in Anführungsstrichen erzeugt werden kann. Setzt ein paar Dinge voraus, da komme ich gleich zum Schluss nochmal drauf zu sprechen. Ja, wir haben vielleicht jetzt mit diesen ganz kurzen drei Beispielen, drei Aussagen gesehen. Es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß, es gibt kein Wahr und kein Unwahr, es gibt auch vielleicht kein Gut und kein Schlecht, sondern wir müssen gucken, welche Situation sind wir, was ist unser Ziel. Und dann kann man Füchse durchaus bejagen, man muss es aber nicht immer und überall tun. Und ich denke, ja, es ist sinnvoll, in bestimmten Situationen Füchse zu bejagen, weil ich sie nachhaltig nutzen will. Vielleicht auch, weil sie im Grunde aus Artenschutzgründen lokal intensiv reduziert werden sollten. Das Gleiche gilt ja auch für andere Tiere. Das könnte man auch für Rehe fragen. Muss ich Rehe jagen? Nein, ich muss es nicht, aber ich kann es und darf es und sollte es an manchen Stellen auch tun. Wichtig ist in allen Fällen, dass das Ganze weitgerecht erfolgt, dass es also letztendlich nach den Grundlagen letztendlich auch der Nachhaltigkeit, der ökologischen und soziokulturellen Nachhaltigkeit erfolgt. Eine soziokulturelle Nachhaltigkeit sehe ich vor allen Dingen im Tierwohl. Es muss tierwohlgerecht erfolgen. Die Tiere müssen artgerecht ihr Leben führen können und müssen dann schnell und möglichst schmerzfrei, möglichst ohne es zu merken, zu Tode kommen. Und vor dem Hintergrund müssen wir natürlich an anderer Stelle nochmal über Jagdmethoden diskutieren. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist aber eben auch, dass wir, wenn wir Füchse bejagen, es mit einem
gut überlegten Hintergrund tun, nur den Fuchs totschießen, weil man es kann und weil es vielleicht im Jagdgesetz nicht verboten ist, das halte ich für problematisch. Das halte ich im Übrigen auch nicht für weitgerecht. Und damit wäre es im Grunde auch im Jagdgesetz eigentlich nicht wirklich erlaubt, denn auch die Grundregeln der Weitgerechtigkeit stehen ja in den meisten Jagdgesetzen ein Glück noch drin. Und in diesem Sinne möchte ich eigentlich dafür plädieren, die Diskussion sehr differenziert zu führen, die Differenzierung nicht oberflächlich, nicht emotional zu führen und durchaus zu überlegen, wann macht es Sinn, wann ist es sinnvoll, Füchse zu bejagen und wann ist es vielleicht sinnvoll, es besser nicht zu tun. Ich kenne auch viele Jäger, die sagen, sie möchten keine Füchse jagen. Und ich denke, das ist gut so und das ist eine richtige Entscheidung, wenn sie das für sich für richtig finden. Man soll und darf niemanden dazu zwingen. Und in diesem Sinne hoffe ich, ein bisschen zu einer kritischen Diskussion beigetragen zu haben, vielleicht einen kleinen Anstoß der Diskussion gegeben zu haben. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dahin alles Gute.